Heute möchte ich euch mal von Mortal Kombat Sub-Zero das Kostüm vorstellen. Einmal das Standard- und einmal das Premium-Kostüm. Dann fangen wir mal an. Bis gleich. So, dann habe ich die Teile mal ausgepackt. Einmal befinden sich diese losen Teile da und einmal dieser Overall. Overall hat meine Assistentin schon angezogen. Jetzt muss sie nur noch die Beinstöpsel und die Armschoner anziehen. Und diesen Gürtel. Dann fangen wir mal an. Gürtel, den müsst ihr einfach nur zusammenknoten. Qualität ist auch ganz okay. Dann haben wir die, was sind das? Die Schienbeinschoner. Jeweils mit einem Gummizug befestigt. Dann haben wir die Armstäuben. Die sind auch schon zusammengeknotet. Kann man auch noch beliebig einstellen, wenn man möchte. Hier der zweite. Dann noch die Armschoner. Und zu guter Letzt die Maske. Aus Gummi, glaube ich. Ich glaube, das ist falsch. Das Blaue muss immer nach unten. Sieht doch schon mal sehr nett aus. Vielleicht dreht sich der Kollege gleich mal um. Ja, das habe ich selber fertig dazu genäht. Sonst würde das nämlich so aussehen. Und das sieht ja nicht so toll aus. Ja, sehr nett, wie ich finde. Und so sieht das Ganze fertig angezogen aus. Die Schuhe sind nicht dabei. Sieht schon mal sehr nett aus. Einmal umdrehen bitte. Der hintere Bereich gehört nicht dazu. Ja. So, Freunde, und hier haben wir das zweite Kostüm, das Standardkostüm. Wie ihr sehen könnt, sieht das nicht so gut aus. Hier sind die Armschoner und die Ellbogenschoner bereits drin vernäht, wie man sehen kann. Die Maske ist die gleiche. Hier, das steht ein wenig ab, aber ist okay. Und ansonsten, für den etwas kleineren Geldbeutel ist es okay. Okay, das war das dritte. So, jetzt verschwinde da aber mal. Zack, zack, zack. Lass die Einrichtung stehen. Sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Freunde, jetzt habe ich euch das Kostüm auch mal gezeigt. Standard und einmal Premium. Muss jeder selber wissen, für welches Kostüm er sich entscheidet. Ja, Freunde, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tommy Tommy.